Andrew schreckte aus dem Schlaf hoch. Er wusste, was passiert war, und sein Herz rutschte ihm in die Hose. Das Geräusch des zerschmetterten Glases, eine Etage weiter und unten, tat dasselbe mit seinen Nerven. Nach Wochen des Beobachtens und Stalkens entschied sich die Kreatur endlich dazu einzubrechen. Die Terrassentüren komplett aus Glas boten den perfekten Zugang. Andrew lag im Bett, im nur durch das klare Licht, welches der Mond durch den Spalt zwischen den Vorhängen bot, erleuchteten Schwarz. Er lauschte der Kreatur, horchte, um zu sehen, ob es im Haus war, heimlich betend, dass alles still sein würde. Das erschreckende Knacken des Glases unter seinen Füßen bestätigte den schlimmsten Verdacht. Es hatte es endlich geschafft, seinen Weg ins Haus zu machen. Mit dieser erdrückenden Erkenntnis zitterte Andrew nun. Er schnappte sich seinen Baseballschläger aus Titan und schlich die Treppen in die Dunkelheit hinunter, entschlossen, sich diesem Ding ein für alle Mal zu stellen, jedoch heimlich fordernd, dass es fortrennen würde, wenn es ihn sehen würde, so wie es dieses normalerweise tun würde. Andrew stand am Ende der Treppe, horchend. Als erstes war alles, was er hören konnte, das Knacken von Glas unter den Füßen der Kreatur. Dann zum ersten Mal hörte Andrew die Kreatur schwer atmend, als wäre ihr Hals voller Schleim. Die abscheuliche Kreatur knurrte und schnappte sich langsam Andrew nähernd. Nun aus der Küche heraus war die Kreatur endlich vom Glas herunter. Es lief nun fast geräuschlos umher, merkwürdigerweise agiler, als es aussah, besonders wenn man bedenkt, wie ungeschickt es fortrannte. Andrew realisierte, was er zu tun hatte. Er packte seine Waffe fester und gefror. Unmöglich, sich zu bewegen. Er wusste, er musste es angreifen, aber er konnte einfach nicht. Seine Zähne, seine Augen, seine Haut. Menschlich, aber nicht direkt. Die Kreatur war jetzt im Wohnzimmer und kam langsam näher. Doch Andrew war immer noch zu verängstigt, um sich zu bewegen. Auch wenn es keine Arme hatte, war diese Kreatur für Andrew die Verkörperung des Terrors. Andrew stand am Boden der Treppe zitternd. Er hörte die Kreatur immer näher kommen. Das kränkende Geräusch seines verätzten Atems verstärkt durch das Pechschwarz. Die Kreatur war nun fast bei Andrew. Er hatte eine Chance, es zu töten, und er würde sie nicht verschwenden. Die Kreatur schritt in die Türschwelle zu den Treppen. Andrew versteckte sich direkt zu seiner Linken. Er schwang mit voller Kraft die Kreatur mit den Schläger in die Brust treffend. Die Kreatur schwankte zurück, dann stoppte es und schaute zu Andrew. Seine winzigen, wilden Augen starrten in Andrews Seele. Andrew fühlte eine tiefe Angst der Kreatur, ungleich allem, was er jemals erfuhr. Die Kreatur ließ dann ein gurgelndes Fauchen von sich los, all seine kranken, deformierten Zähne fletschend. Die Kreatur kickte Andrew in den Magen, ihn winden lassen. Andrew fiel vor Schmerzen auf den Boden, das Atmen unmöglich. Andrew rollte sich auf seinen Rücken und kauerte sich gegen die Wand hinter ihn. Die Kreatur beobachtete ihn, bis er die Wand erreichte, zu welchem Zeitpunkt es zu ihm lief und auf ihn hinunterblickte, als ob er es ihn verurteilen würde. Dort liegend, hilflos. Die Kreatur stampfte auf sein Schienbein, so dass der Knochen brach. Tränen begannen von Andrews Augen zu fließen. Der Schmerz war so intensiv, dass Andrew dachte, er würde zerbrechen. Andrew, nun lahmgelegt, konnte nirgendwo hin und keine Möglichkeit zu kämpfen. Die Kreatur platzierte ihren Fuß auf Andrews Bauch, niederpressend, während sich ihre langen, dreckigen Fußnägel in sein Fleisch bohrten. Die Kreatur drang nun komplett in Andrews Bauch. Tränen strömten aus seinen Wangen und er hustete Blut. Er wurde wegen des ganzen Schmerzes ohnmächtig. Die Kreatur stürmte sich über das, was jetzt nun noch eine blutige Leiche war. Die Kreatur sank ihr Gesicht zu Andrew und riss ein blutiges Stück Fleisch von Andrews Kinn und renkte dabei seinen Unterkiefer aus. Die Kreatur fuhr damit fort, Andrews Leiche zu zerreißen und auszuweinen, bis der Magen der Kreatur von dem verschlungenen Fleisch voll war. Die Kreatur verschwand dann, ruhig, still, mit einem puren und tiefen Hass in seinem Herzen. Die Kreatur verschwand auf gleichen Wege, wie sie hineingekommen war.